Schweine! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heroes of the Storm. Ja, wie bereits angekündigt, ich werde jetzt mein Road to Master League verwirklichen, in Anführungszeichen. Bisher klappt das eher schlecht als recht. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal meine Placement-Matches für Season 3 gemacht. Ich bin eingruppiert worden als Platin 4. Da fällt mir nichts dazu ein, da fällt mir überhaupt nichts dazu ein. Ich habe in der letzten Saison war ich noch Diamant 4 und in der Preseason war ich Diamant 1. Nun ja, don't go Ming hier, ja, das ist schön, dass er das sagt. Da hat er durchaus recht, das heißt, ich nehme Gul'dan. Wird mir gehören. Take Meta. Deine Mutter ist Meta, ganz ehrlich. Ich weiß schon, warum ich den Ingame-Chat schon deaktiviert habe, weil es mich halt einfach nervt, ja. Dieses ständige Gequatsche von irgendwelchen Leuten. Das muss ich jetzt auch nicht haben. Aber um es nochmal weiter zu erzählen, ja, ich habe meine Placement-Matches gemacht. Ich habe auch in der Zwischenzeit schon 30 Games. Ja, 30 Games gemacht. ja, ich habe 14 Siege und ich habe 16 Niederlagen. Ich habe, einen Moment, kann ich denn irgendwo mein Profil anschauen? Ich habe gestern ziemlich lang gespielt und wie ihr hier schon seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Niederlagen. Ich war eigentlich schon wieder auf Platin 3 von Platin 4. Bin natürlich jetzt total abgerutscht, ja, gehe Richtung Platin 5. Nun gut. das ist natürlich suboptimal alles, wie es gelaufen ist gestern. Aber ich freue mich schon. Jetzt gehen wir mal auf das Spiel ein. Wir spielen Höllenschreine. Er hat ja schon gesagt, Ming ist schlecht in diesem Spiel. Beziehungsweise auf dieser Map. Da hat er nicht ganz Unrecht, weil ja die Schreine ja diese Skelette beschwören und da kann ich quasi die Gegner nicht treffen. Da hat er nicht ganz Unrecht. Also spiele ich jetzt Gul'dan. Wir spielen Gul'dan mit, keine Ahnung, Kampfbeste des Schlechtes, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und außerdem spielen wir den gekauften Skin. Da habe ich damals gleich das Bundle gekauft, weil Gul'dan halt einfach so cool ist. Oh, die wollen nicht bannen, okay. Ich habe auch festgestellt gestern, er sagt hier schon Meta, Thrall Diablo Rega. Das ist so true. Oder Thrall Diablo Malph. Ich habe gestern, glaube ich, 4 oder 5 Mal gegen Diablo, Thrall und Malph verloren. Weil halt einfach Thrall reingeht, die alle slowt mit seinem Earthquake. Ja, und dann macht Diablo seine Ult. Und es sind halt einfach alle gestunt, ja. Und du kannst sie einfach der Reihe nach umboxen. Naja, wir werden sehen, wie es jetzt läuft. Ich spiele jetzt Gul'dan. Ich habe ja in der ersten Folge Heroes of the Storm schon Gul'dan gespielt. Das war allerdings Heldenchaos. Hier geht es jetzt eher um ein bisschen mehr. Ja, wir werden sehen, wie es läuft. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ich werde auch weiterhin Hot spielen, auch wenn es mich... Also gestern war ich schon wirklich höchst frustriert, ja, nach 7 Spielen in Folge verloren. Ich will ja auch nicht sagen, dass die Gegner schuld waren, beziehungsweise dass meine Verbündeten schuld waren. Aber verdammt nochmal. Die ersten 3 Spiele habe ich wirklich verkackt. Ja, da bin ich 1 oder 2 Mal mit Ming einfach rein teleportiert, weil ich dachte, ich besiege die alle und ich schaffe die alle. Hat aber nicht geklappt. Ja, und naja. Sieht man verloren, ich sag's ja nur. So, wir spielen Widerhall der Verderbnis. Das bedeutet, ich muss 40 Helden mit diesem Skill treffen. Dann löst nach der dritten Eruption jeweils 3 weitere Eruptionen in entgegengesetzte Richtung. Also 1, 2, 3 und 1, 2, 3 zurück. So. Gul'dan kann, wie schon angekündigt, kein Mana regenerieren. Das bedeutet, ich muss immer wieder Blutsauger und Aderlass machen, um das Ganze einigermaßen vernünftig hinzukriegen. Und ich werde jetzt etwas weniger reden, weil ich muss mich dann konzentrieren. So sieht es nämlich aus. Wir spielen hier schließlich Hero League und kein Pussy Galore. Ja, genau. Sehr gut. Gut gemacht. Boom. Mit Brunnentappen. Lag. What the fuck is going on?
Was? Ja, ich hab keinen Mana. Ah, Mist. Die Zeit ist gekommen. Bald aktiv sein. Auf das Schlachtfest. Mein Gott, ey, Chromie. Aktiviert den Schrein und vernichtet seine Wächter. Der Bestrafer wird den drangenden Heulen dir. Mist. Mist, 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 Mist. Irgendwie ruckelt's total. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Da möchte jemand ein. Zack. Ja, ich muss jetzt leider hier ein bisschen mich wieder aufheilen. Wieder alle nur auf den. Erwischt habe ich ihn noch. Haben wir ihn erwischt? Ja, wir haben ihn gekriegt. Wir haben ihn bekommen. Ich stelle mich noch ein bisschen an, muss ich sagen. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, nicht so. Leider weg jetzt erstmal. Treffer mit Teufelslein verlängert die Upking-Zeit. Das ist, glaube ich, ganz gut. Mega stressiges Game, oder? Wenn man mit Ding spielt, mit Chromie. Im Gegnerteam. Das Ritual beginnt. Ich helfe mal dem Alaric da oben. Oder auch nicht. Okay, der nächste Schrein ist ab. Wir werden den Abgrund. Wie passend.
getroffen. Metzelt sie nieder! Sau und ich weiß schon wieder nicht warum. Meine Güte, Stressgame. Es ist definitiv nicht meine beste Performance, muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv nicht. Sollten nicht zu weit rein. Die Streitkräfte des Himmels haben unsere Bestrafer erschlagen. Noch einen erwischt? Wie brauche ich denn noch? 34 von 40. Okay, nice. Okay, sieht zumindest jetzt nicht so schlecht aus in dem Game. Das Ritual beginnt. So, okay, die sind hier gut am Deffen wahrscheinlich. Das Ritual beginnt. Ein Schrein lädt sich auf. Erobert ihn in meinem Namen! Die haben natürlich auch ihre Ult. Ich muss natürlich schauen, dass wir nicht alle auf dem Haufen stehen, damit Sylvanas hier nicht sein ihr unfassbar nerviges Oh, ich muss definitiv back. Chromi fickt mich sonst. Euer Blutrausch.
Stress, Stress, mega Stress. Also Rodan ist ein Hero, ja, muss ich sagen, da hat man echt immer was zu tun, ja, das ist ständig ein Live-Leash und aufpassen, dass man mit seiner Ressource gut umgeht. Das. Oh, mega Stress, mega Stress. Wie gesagt, ich entschuldige mich bereits jetzt, wenn ich nicht so viel rede. Das ist, ich bin momentan nicht in der Lage, das wirklich zu kommentieren, was ich hier alles mache. Aber es sieht zumindest so aus, als ob wir relativ gut das Game dominieren dürften. Momentan. Tja, Frosted. Machen hier genau. Gute Idee. Es macht halt so Spaß, mit Gul'dan die ganze Zeit durchzucasten. Deswegen finde ich eigentlich auch Sonja ziemlich cool, weil Sonja eigentlich auch nur Wut als Ressource hat. Und da kannst du halt einfach durchbursten die ganze Zeit. Das macht halt so Laune. So. So ein Stück zurück. Wir müssen erstmal runter, ja. Das wäre vielleicht eine gar nicht so blöde Idee, wenn wir erstmal einen Tempel einnehmen würden, beziehungsweise einen Schrein einnehmen würden. Statt hier oben die ganze Zeit zu kämpfen. Das Game ist eigentlich noch relativ ausgeglichen, muss man trotzdem sagen. Wir haben auch erst ein Ding gekillt. Dann gibt es hier kein Last-Kill-Thema. Ja. Da hat der Forster nicht wirklich aufgepasst. Okay, jetzt ist relativ klar, dass das Game hier nicht mehr gut für die ausgehen wird, denke ich. Dreckes hat er mehr Damage als ich gemacht, ja. Ein Feuer zerstört.
muss halt irgendwie eine Rotation schaffen, ja. So gut bin ich jetzt auch noch nicht mit Cooldown, dass ich mir jetzt hier, dass ich hier jetzt ständig eine Heal Rotation habe. Das habe ich jetzt eigentlich nicht. Bam, nice. Ich habe nur Diablo-Meter. Speck. Das ist echt gut, muss ich sagen. Ohne Sack. Ah, verdammt. So. Wollt ihr wirklich schon die Zitadelle killen? Sturm. Hey, warte mal. Im Mondischen Zirkel würde ich eigentlich ganz gern hier unten platzieren. Strengt euch an! Abschaum! Hier. Genau. Da kann ich mich nämlich jetzt dann hin teleportieren. Ich habe das zwar noch nie benutzt bisher, aber ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Was, GG? Das war eigentlich nur GG. Ja, schauen wir mal. Den oberen noch und dann dürften wir es eigentlich gepackt haben, muss ich sagen. Der Pikachu mal. Vielleicht soll ich einfach nur noch aufnehmen, dann läuft es vielleicht einfach mal ein bisschen besser. Bisschen Pisse schwingen, ja. Bisschen Pisse schwingen. Arm, voll getroffen. Arm. Komm, ihr auch tot? Ja, komm, ist auch tot. Okay. Der ist auch down. Komm her zu mir. Hat's schon genommen, okay. Mal den. Ja, cool. So, das dürfte es gewesen sein. Ich denke, das dürfte es gewesen sein. Michael ist ein bisschen über mir. Ich habe wahrscheinlich die ganze Zeit nur einen Tank attackiert. Nein, war ein gutes Team. Kann man sich, da kann ich mich nicht beschweren darüber. Na, ich muss den drin Zirkel raus hier. Tatsächlich, ich hab's tatsächlich nicht gebacken gekriegt, weil Chromi hier unglaublich gut am Verteidigen ist. Aber die Furcht, die Massenfurcht ist natürlich schon wirklich
macht natürlich schon unglaublich viel Spaß. Einfach mal wieder healen, oder? Packe ich die? Probieren wir noch mal im Aus, oder? Tatsächlich, ich kann gleich die Camps machen. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so gut klappt. Chaos bereitet den Weg für das Dämonische. Komm, kill den, kill den! Ah, du Knallkopf! Greif halt weiter drauf an! Geh da einfach zum nächsten hin. Okay, jetzt aber zusammenreißen. Den Kampf müssen wir ohne gewinnen. Nicht versemmeln. Nicht konzentriert bleiben. Weil die eh genug zu tun haben mit den. Mit den Mobs hier erstmal. Den Creeps. Ich glaube, bis die hier ankommen. Ich glaube, bis die hier ankommen, haben wir die alle gepackt. Was ist das denn ruckelig? Es ruckelt verdammt nochmal. Chill, mein Guter, chill. Oh fuck. Falscher Hotkey. Fuck, falscher Hotkey. Ja. Falscher Hotkey. Einfach mal wegteleportiert. Mist. Mist, verdammt. Okay, jetzt weiß ich, warum man den Zirkel spielen sollte. Das ist schon. Das kann das Leben retten. Aber wie schon gesagt, es war relativ klar, dass wir mit dem Team gewinnen. Waren einfach wirklich deutlich besser. GG! GG und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht das gut. Haut rein. Und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Wenn es wieder heißt Road to Master League, ja, ich denke nicht, dass ich immer gewinnen werde. Oh, MVP. GG. Ja, wie gesagt, macht es gut. Haut rein. Ciao, ciao.